Spielen sind alle wach. Dann ist es höchste Zeit, eine Ballade zu spielen. Oh Scheiße, wer soll das nachher wegfliegen, wa? Gib mir Besen anschließend. Eine Hommage an den Berliner Alexanderplatz, wie er war, bevor die Raumschiffe auf ihm landeten. Ihr wisst schon, damals, als es an den Bockwurstbuden noch so ein bisschen nach Pisse roch. Es war nicht schön, aber hey, es war warm. Möwen kreisen über Alexanderplatz. Noch immer bläst uns eisig Wind entgegen. Alter Schnee zur Insel aufgetürmt. Auf Wiesen, die erkannt, sich noch nicht regen. Jogginghosenträger zocken, Zahn um Zahn. Mit den Mütchenspielern neben anderen. So nicht weitergehen darf, aus neuen Häusern dem Himmel an. Never, never, never.
benutzt schon am Alexanderplatz, das ist nur ein Beispiel von vielen. Als ein Innenraumschiff landete, ich glaube, das war der erste, das war der berühmte Mediamarkt, der größte Europas, versteht sich. Und als der Mitternacht, in einer arschkalten Nacht, in einer Januarnacht eröffnet wurde, denn so eine Eröffnung ist ja nicht einfach eine Eröffnung, es ist ja ein Event, das wird abgefeiert. Und um Mitternacht sollte es losgehen, die Menschen drängten sich derartig wahnwitzig an den Eingängen des neu zu eröffnenden Mediamarktes, dass sie die Panzerglasscheiben eindrückten. Die feierliche Eröffnung des Kaufhaustempels der Unkulturen hat sich leider um 14 Tage verschoben. Kleinigkeiten gibt es bei Minimal. Varianten, aber mal auf diesen Kongress bezogen oder aufs alltägliche politische Leben und Überleben. Es gibt ja Regionen in diesem Land, nicht nur im Osten, wo man sich engagiert, zum Beispiel gegen Nazis und ein echtes Problem hat, also ein lebensgefährliches Problem unter Umständen. Manchmal ist es eben ganz wichtig abzuwägen, den Gegner richtig einzuschätzen und zu überlegen, ist es jetzt besser wegzugehen oder zu bleiben. Faktisch, wenn irgendwie möglich ist, alleine sowieso nicht, bleiben, nicht verschwinden. Nein, ich verschwinde nicht. Man kann auch später wiederkommen mit Freunden.
Da fahrst du rein. Eigentlich könnte man nach so einem Schnelltitel ja wieder eine Ballade machen. Die deutet sich eigentlich in dem Moment an, wenn Thorsten Müller sein kleines Rotes umschneidet. So wie jetzt. Blockflöten-Solo. Ja, Thorsten gründet gerade einen Blockflöten-Gorilla, wenn jemand Lust hat mitzumachen. Ich unterstütze ihn dann. Ich werde vorne weg mit dieser Konfetti-Kanone. Und dann eine Ballade, die handelt von zwei Pärchen. Die Frage ist, welches dieser beiden Pärchen ist das Unglücklichere? Und das, obwohl sie in so unterschiedlichen Lebenssituationen und Umständen irgendwie existieren müssen. Das eine lebt halt in einem Loft und alles ist super und sexy, sie haben die besten Drogen der Welt. Das andere Pärchen lebt halt nicht so schick, ist ständig prekär und davor bedroht, vom Amt aus der zu großen Wohnung geworfen zu werden. Ja, aber Glück sieht halt in jedem Fall anders aus. Was steckt dahinter?
noch so ein Pärchen und dann hat uns mal jemand gesagt, wir machen zu wenig über Liebe. Und wir sind dabei nur Pärchensongs drüber rausgekommen. Das ist auch nicht vorhanden. Allerdings sind die alle so wenig glücklich. Und ich glaube, von den Beschriebenen ist das noch der Glücklichste. Andererseits hat das die unglücklichsten Lebensumstände. Aber ich war selber. Das heißt, sie wird
Yeah.
Telefon nicht.